herzlich willkommen zu einer neuen Loot-Chest. Und zwar die Januar-Ausgabe. Also erstmal frohes neues Jahr an euch alle, die zugucken. Wir haben mal wieder eine neue Loot-Chest hier. Antea ist auch wieder da. Ja. Und sie wird jetzt mal wieder auspacken dürfen. Ist ja auch mein Job, ne? Da geht's auch schon los. So. Alles klar. Stelle ich mir mal nach hier hinten. Zu dem Heftchen kommen wir wie immer zum Schluss. Wisst ihr ja bereits schon. Dann greife ich mal das erste Teil hinaus. Und zwar ist das ein Puzzle von Batman vs. Superman. 200 Teile. Ja. Mach ich jetzt nicht auf, weil es sind eh nur Puzzleteile, ne? Von daher. Aber so sollte das dann später aussehen. So ein Graffiti. Steht hier auch. Batman, Graffiti. Sehr schön. Dann vielleicht mal das nächste. Und zwar wieder so eine Wackelkopffigur. Und zwar Scarlet Witch. Von Captain America Civil War. Genau. Hier kann man nochmal sehen, welches sonst noch so gibt. Und wir haben die. So, die kannst du auspacken. Die packe ich aus. Wir sind ja keine Messi-Sammler hier. Überall Pop, also diese Pop-Figuren überall stehen. Ist ja auch gefühlt in jeder Box. Genau, eine drinne. Hey. Hallo. Also ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich mag auch nicht diese Superheldenfilme. Aber das ist ja. Ups. Die ist so richtig magic. Guck ist mal. Ja auch Scarlet Witch, ne? Ja, sieht man so richtig, dass sie so eine Witch ist. Schwarze Augen wie ein Dämon ist auch geil. Schöne Dreiecks. Ihre Augenbrauen. Naja, stell ich mal zur Seite. Sogar mit so einem Aufsteller. Die anderen haben alle keinen Aufsteller. Ja, das wird ja hier immer besser. Luxuriöser. Dann, oh toll, Lakritze, mein Liebling. Wenigstens mal, das ist das erste Deutsche. Das haben wir immer aus Amerika. Irgendwelche. Chupacos. Naja, ja, die anderen kann man auch in Deutschland immer kaufen. Naja, Lakritze mag ich jetzt nicht. Ja, der auch nicht. Mal gucken, was wir damit machen. Ein Aufkleber. Oh, ein neues Tattoo für unseren Lappy. Da. Weil wir haben jetzt angefangen, unseren Laptop voll zu bekleben. Gucke ich gleich mal, von was das ist. Steht bestimmt dabei. Und ein T-Shirt. Da ist noch was in der Box. Ihr seht es ja oben links. Ich muss das erstmal aufmachen. Ja, einmal habe ich schon so einen Zombie gesehen. Also noch den letzten. Kann ich mir nicht vorstellen. Die machen immer so aktuelle Dinge. Ach, Resident Evil? Resident. Das heißt Resident Evil. Ja, ja. Ja, so. Warte mal. Ja, meine ich ja. Weiß ja auch nicht, wie ich auf. Zombie-Mob. Ja. Wunderbar, ne? Und mal ein graues T-Shirt, nicht immer schwarze. Jawohl. Oder letztens rot, das Flash-T-Shirt. Blöch. Das war's auch. Das ist jetzt die letzte Seite. Mal wieder eine Leseprobe von Spider-Man und Deadpool. Zwei komplette Stories, also zwei Hefte in einem. So ist das. Und das sogar gratis. Ah, zwei komplette Stories plus Civil War Leseprobe, ja? Okay. Also doch eine Leseprobe. Ja, zwei komplette Stories und dann noch eine Leseprobe. Oder so. So. So, jetzt gucken wir mal. Ja. Genau. Gibt es auch nur das eine Motiv. Manchmal gibt es ja verschiedene Farben und Ausführungen von den T-Shirts. Hier sind die Figuren. Oh, von dem Puzzle wird es auch verschiedene geben. Einmal noch ein Superman. Und noch ein Superman. Ja, aber Dawn of Justice. Also. Justice of Dawn steht da. Da, Dawn of Justice. Ja. Und dann einfach ein Bio-Hazard. Bio-Hazard. Keiner. Vinyl-Sticker.
Mann, oh Mann. Bei Haribo gibt es entweder Lakritz oder Gummibärchen. Ich hätte lieber die Gummibärchen. Hätte ich auch lieber. Dann den Comic und in der Plus hätte es ein... Ich glaube, das soll eine Mütze sein oder so. Ja. Ein Beanie. Ja. Hätte auch gepasst, ne, wo jetzt hier in Deutschland so richtig der Winter anfängt. Ja, also wir haben Schnee. Und es ist kalt. Minusgrade. Das war mal wieder 5,5 Minuten Spaß. Ja, vielen Dank, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ihr seht ja Andi in dem aktuellen Let's Play von Terrorway Unfolded. Und sehen wir bestimmt in einem anderen Let's Play wieder. Wenn nicht, in der nächsten Loot Chest im Februar. Bis dahin, euer Jay. Eure Andi. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.